Hi und herzlich willkommen zu unserer nächsten Spielerezension. Mein Name ist Dennis Matthias. Heute habe ich dir Thanos Rising von ASAOpoly mitgebracht. Ein einfaches Spiel für 2 bis 4 Spieler im Alter von 10 Jahren oder darüber. Spieldauer ungefähr 45 Minuten. Dann würde ich sagen, Vibranium-Schilde hoch, Mjölnir gezuckt, Netze geschwungen. Auf geht's ins Marvel-Universum. Thanos Rising ist ein kooperatives Spiel, das heißt, alle Spieler arbeiten gemeinsam und versuchen Thanos aufzuhalten. Das tun wir, indem wir 7 Schurken besiegen, die jetzt hier ausliegen in diesen Sektorenfeldern. Derzeit liegen hier nur 3 aus. Immer wenn eine Karte aus dem Sektorenfeld entfernt wird, wird eine neue nachgezogen. Haben wir 7 Schurken besiegt, gewinnen wir das Spiel. Thanos gewinnt das Spiel und damit verlieren alle Spieler, wenn entweder 7 Helden besiegt wurden oder aber Thanos es schafft, seinen Handschuh mit allen Infinity-Steinen zu bestücken. Diese Steine liegen hier. Wie Thanos diese Steine erringt, das sehen wir jetzt gleich. Jeder Spieler wählt zu Beginn des Spiels eine von 4 Fraktionen. Für diese Proberunde entscheiden wir uns jetzt mal für Wakanda. Und unser Startheld ist Black Panther. In der ersten Phase des Spiels müssen wir mit unserem Fraktionssymbol wählen, welchen Sektor wir denn besuchen möchten. Was wir in diesem Sektor tun, werden wir gleich sehen. Wir sagen jetzt einfach mal, dass wir diesen Sektor hier vorne besuchen möchten. Und als nächstes werden diese beiden Infinity-Würfel gewürfelt. Der erste Würfel zeigt uns an, auf welchen der Infinity-Steinfelder ein Fortschrittsmarker gelegt wird. Diesmal ist es rot. Wir nehmen also einen dieser Fortschrittswürfel und legen ihn entsprechend zu diesem roten Infinity-Stein. Der nächste Würfel zeigt uns an, was Thanos in dieser Runde tut. In dieser Runde dreht er sich nach links und wird jetzt zu diesem Sektor gedreht. Was nun passiert ist, dass jeder Held, der sich in diesem Sektor befindet, einen Schadensmarker erhält. Wir legen also entsprechend Wundmarker hier auf diese Karten und damit hat jeder Held einen Schaden erlitten. Wenn irgendwann die Lebenspunktemarker aller Helden hier aufgefüllt, hat also genauso viele Schadensmarker wie freie Felder, ist dieser Held besiegt und wird aus dem Spiel entfernt. Hier muss man dazu sagen, ist es etwas schwierig, die auch immer genau auf diese Karten zu legen. Wenn wir zum Beispiel Hulk sehen, haben wir hier 7 Felder. Haben wir mehrere Marker hier liegen, kann man das schon mal durchaus verwechseln. Das ist etwas schwierig. Okay, also die Helden in diesem Sektor bekommen einen Schaden. Hätten wir jetzt unseren Fraktionsmarker hier in diesem Sektor liegen, würden ebenfalls die Helden des aktiven Spielers einen Schadenspunkt erleiden. Ist jetzt nicht der Fall. Das heißt, wir haben Glück gehabt, erleiden jetzt keinen Schaden. Jetzt checken wir unsere Fraktionskarte und sehen, welchen Pool an Würfeln wir denn haben. Wir haben 3 rote Kampfwürfel und einen blauen Würfel. Diese Würfel nehmen wir jetzt und würfeln. Jede Fraktion hat noch eine Sonderfähigkeit. Hätten wir jetzt mit unserem initialen Wurf 4 von diesen Würfeln, Forschungssymbolen, gewürfelt, würden wir unsere Fähigkeit aktivieren. Ist jetzt nicht der Fall. Das Würfeln bei Thanos Rising funktioniert im Prinzip wie beim Kniffeln. Ich muss mindestens bei jedem Wurf einen Würfel rauslegen, darf dann neu würfeln, bis ich keine Würfel mehr übrig habe. Ich kann mich jetzt entweder dazu entscheiden, zu versuchen, einen der Helden anzuheuern, sodass ich diese dauerhaft in meiner Truppe habe. Dazu müsste ich diese Symbole hier erreichen. Oder aber ich versuche, den Schurken zu verwunden. Dazu brauche ich ebenfalls diese Symbole hier. Wir versuchen nun Iron Spider-Man zu erwerben. Dadurch können wir schon einen von den Wissenschaftswürfeln und 2 Kampfwürfel auslegen. Bei jedem Würfelwurf dürfen wir nur eine Karte wählen, auf die wir den Würfel legen möchten. Jetzt würfeln wir neu, schauen unser Ergebnis an und hätten hiermit jetzt im Prinzip auch schon alles erreicht, was wir denn für Spider-Man brauchen. Hätten wir jetzt ein anderes Symbol gewürfelt, zum Beispiel den Würfel und das Auge, so könnten wir jetzt auch Würfel auf den Schurken legen. Wir legen diesen Würfel auf Spider-Man, der letzte Würfel bleibt übrig, den können wir nicht mehr gebrauchen, geht raus. Wir haben also genügend Ergebnisse erzielt, um Spider-Man in unsere Gruppe aufnehmen zu können. Diese Fähigkeit ist dann aktiv, das heißt, jedes Mal, wenn wir einem Schurken Schaden zufügen, dürfen wir einen beliebigen Helden um einen Punkt heilen. Dadurch, dass wir Spider-Man in unserer Gruppe haben, haben wir jetzt hier auch einen Synergieeffekt mit Black Panther, denn jedes Mal, also wenn wir auch einen weiteren blauen Helden in unserer Gruppe haben, dürfen wir jedes Mal, wenn wir unseren Dice Pool zusammenstellen, noch einen blauen oder einen grünen Würfel mit hinzunehmen.
Nun wird vom Nachziehstapel eine Karte aufgedeckt, hier hingelegt, der Marker entfernt, der nächste Spieler wäre an der Reihe. Was noch passiert, wenn eins dieser Infinity-Felder mit den Fortschrittsmarkern voll wird? So wird dieses Plättchen umgedreht und Thanos hat fortan eine Fähigkeit, die immer ausgelöst wird, wenn die lilane Seite des Würfels gewürfelt wird. Das Spiel geht so lange weiter, bis entweder 10 Helden besiegt sind, das können sowohl welche aus der Auslage sein, als auch die Helden, die bereits von einem Spieler erworben wurden. Wenn Thanos sein Handschuh fertiggestellt hat, das heißt alle Infinity-Steine sind hier in diese Felder des Handschuhs gelockt, dann verlieren ebenfalls die Helden und die Helden gewinnen das Spiel, wenn 7 von diesen Schurkenkarten besiegt sind. So, das ist Thanos Rising. Vielleicht fangen wir dieses Mal mit der Produktionsqualität an. Die ist nämlich wirklich bombastisch. Also insbesondere die Würfel sind von höchster Qualität. Diese Thanos-Miniatur ist hübsch anzusehen. Ist natürlich im Prinzip überflüssig. Eigentlich wird damit nur der Sektor angezeigt, der in dieser Runde von Thanos fokussiert wird. Hier hätte es eigentlich auch ein Marker getan. Macht sich natürlich auf dem Tisch hübsch, ist ein nettes Gimmick, weil sie Bemalqualität der Figur auch eher mittelmäßig ist. Aber okay, kann man darüber hinwegsehen. Ansonsten, wie gesagt, Produktionsqualität bombastisch. Die Infinity Stones sind sehr schön gemacht. Die Karten sind von guter Qualität, die Boards. Also hier kann man wirklich überhaupt nicht meckern. Das Spiel an sich, wie gesagt, ein sehr einfaches Spiel. Fokussiert eher Casual Gamer, also Gelegenheitsspieler, insbesondere auch mit dem Spielmechanismus, der an Kniffel oder Yahtzee erinnert. Das ist halt so den meisten Casual Gamern auch bekannt, aber das führt natürlich auch dazu, dass das Spiel schon sehr glückslastig ist. Ja, ich kann auf Grundlage meiner Fraktion, die ich gewählt habe, auf Grundlage der Helden, die ich mir jetzt erspielt habe, eine gewisse Wahrscheinlichkeit errechnen, welchen Sektor ich jetzt angreifen sollte, aber letztendlich hängt alles von meinem Würfelwurf ab, ob ich denn jetzt Glück habe oder nicht. Viele taktische oder strategische Entscheidungen bleiben dann nicht. Also ich kann gegebenenfalls mich entscheiden, ob ich jetzt eher versuchen möchte, einen Helden zu bekommen oder die Gegner zu bekämpfen. Aber auch hier hängt es dann letztendlich von dem ab, was ich würfel. Das Spiel verleitet ein wenig dazu, aufgrund der Vielzahl an Heldenkarten, die das Spiel auch mitbringt, meine Heldentruppe aufzubauen und hier gegebenenfalls auch die Gegner ein wenig zu vergessen. Letztendlich steht bei dem Spiel aber wirklich das Bekämpfen der Gegner im Vordergrund. Und hier gibt es leider auch relativ wenig Variation. Also die Attacke von den Gegnern ähnelt sich sehr. Es gibt auch wenig verschiedene Gegner in dem Deck. Dafür gibt es unheimlich viele verschiedene Heldenfiguren. Das ist sehr schön. Das ist thematisch auch unheimlich schön gemacht. Weil es einfach auch stimmig ist von den Werten der Helden her. Als Beispiel, Hulk hat unheimlich viele Lebenspunkte und bekommt jedes Mal einen Bonus, wenn er denn auch Schaden bekommt. Das heißt, er hat so einen gewissen Berserker-Stil. Das zieht sich auch bei verschiedenen Helden durch. Das ist wirklich schön gemacht. Wie gesagt, das ist ein sehr einfaches Spiel, sehr glückslastig. Also im Prinzip für eine Spielgruppe, die einfach mal ein paar Würfel über den Tisch rollen lassen möchte, ohne jetzt großartige taktische oder strategische Überlegungen anzustreben. Von daher 6 von 10 Punkten für Thanos Rising. Dann danke ich dir fürs Zusehen. Ich hoffe, dir hat die Spielrezension gefallen. Falls ja, lass doch gerne ein Like da. Und wenn du möchtest, kannst du gerne auch unseren YouTube-Kanal abonnieren, dann verpasst du keine weiteren Rezensionen. Sind irgendwelche Begriffe gefallen, die jetzt nichts gesagt haben oder bist du auch an anderen Spielen interessiert, kannst du gerne unsere Website besuchen. Da haben wir unter anderem ein Glossar, da sind alle Spielbegriffe erläutert oder da findest du auch weitere Spielerrezensionen von uns. Dann danke ich dir fürs Zusehen. Bis dahin, stay geeky, ciao. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can.